Und damit herzlich willkommen zurück zu 13 Remake. Ich habe gerade mal kurz Happa Happa gemacht. Achso, muss man kurz mal was anpassen. Ich habe nämlich währenddessen das Spiel laufen lassen, wie immer. Aber wollt ja was schauen. Nebenbei. Deshalb habe ich kurz die Mucke ausgemacht gehabt. Ich glaube übrigens nicht, dass ich hier rübergekommen wäre, weil das abfällig in die Richtung eigentlich ist, aber okay. Ich frag da nicht weiter nach. Wenn das Spiel sagt, das ist so, dann ist... Oh Gott! Junge, ich habe mich halt tot erschrocken. Wieso sind hier welche? Ich dachte, das geht in die Richtung weiter. Halleluja, ey. Junge, habe ich mich erschrocken, ey. Uiuiui, Alter, selten so erschrocken, ehrlich. Wie viel halt der? 60? Ich habe gar nicht drauf geachtet, kann auch nur 50 gewesen sein. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz gerade stehen geblieben ist. Okay, hier sieht es relativ safe aus. Fahren wir doch mal rüber. Gönn doch mal bitte andere. Gönn doch mal bitte die Knarre während des Fahrens, ey. Keinen Fall will ich übrigens den Raketenwerfer. Der ist meiner Meinung nach komplett useless. Also klar, es gibt Situationen, in denen ist er ganz cool, aber hier nicht. Neuer Dossier-Eintrag, Norman Ryder. Okay, wir wissen jetzt schon, wer Nummer 16 war das, glaube ich. Nicht ganz so sicher ist. Actually richtig beschissen, aber danke. Von denen haben wir erst den ersten gefunden. Keine Ahnung, ab welchem Level man die finden. Kann actually... Oh Gott! Zugegeben, dafür wäre der Raketenwerfer gar nicht mal ganz so scheiße gewesen. Aber haben wir ja auch so relativ gut überlebt. Auch wenn wir ganz schön viel Munition da gerade verholzt haben. Gut. Ich würde natürlich gerne nochmal so einen Dossier-Eintrag finden. Also allgemein will ich ja gerne alle finden. So wie ich eigentlich immer in Spielen gerne alles finden würde, aber ich finde eigentlich nie alles. Die habe ich übrigens bis jetzt auch gar nicht gesucht, also ich wusste nicht, dass es Papyrus gibt. Ich dachte, es gibt nur diese Statuen. Danke für die Waffe. Es gibt ja nur 20 von diesen Goldstatuen. Level abgeschlossen, nice. Das ist sehr schön. Kurz mal lesen, was Niki mir geschrieben hat. War gar nicht Niki, war ein Arbeitskollege. Bla bla bla, okay. Danke Niki. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, bis vorhin Keishi noch gespielt hat. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er bis hierhin gespielt hat. Leichtes MG, habe ich das gerade richtig gelesen? An den Teil erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Zumindest jetzt nicht so aus dem Stehgreif. Kontrollpunkt erreicht. Mich eigentlich verarschen.
irgendwie eine halbe Sekunde über den Rand. Und der hat mich instant gesehen, ey. Oh, die Waffe ist nicht geladen, okay. Wahrscheinlich hat er mir deshalb die auch nicht in der Hand gedrückt. Guten Tag, Freunde. Ich bin es. Der Fake 13. Und Mangus weiß das ja noch nicht mal. Also, er kann es eigentlich zumindest nicht wissen. Er kann es vermuten, hat er ja auch schon. Wissen kann er es aber nicht. Also, außer er hat Nummer 17 gefangen genommen, hier Kim. Kimmy. Kimchi war was zu essen, ne? Kimchi war irgendwas Japanisches, glaube ich, zu essen. Noch mehr? Ich muss echt sagen, ich spiele sehr riskant. Also, ich spiele viel zu riskant eigentlich für das Spiel hier. Ich sag mal so, wenn es nicht das Remake wäre, wäre ich auch schon 6-mal tot. Ganz ehrlich. Das Original war deutlich härter. Ich glaube, das Original habe ich auch nie auf höchster Schwierigkeit gespielt. Sondern nur auf relativ entspannter Schwierigkeit. Bin ich der Meinung. Es gibt ja wohl auch keinen KI-Scheiß hier im Multiplayer. Den haben wir nämlich auch immer auf relativ schwer gespielt, das weiß ich noch. Gott, das hat so einen Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Das war ein Luckshot. Muss ich ehrlich zugeben. War ein ziemlich guter Luckshot. Ausschwärmen, wir kreisen ihn ein. Okay, Bruder, danke. Guten Tag. Da oben komme ich wohl nicht hoch. Ich weiß, ich habe mich sonst deutlich besser umgeguckt, aber ich finde den Canyon nicht so geil. Ich fand ihn auch früher, glaube ich, schon nicht so geil. Weil der halt echt verwinkelt und groß ist. Alles okay? Das ist ein Durchgang hinter den Ruinen. Der Flieger ist nicht weit. Oben macht es tap, tap, tap. Ich versuche mal wieder so zu arbeiten. Bisschen leise. Achso, ich habe übrigens neulich ein Steam-Review gelesen, da hat sich jemand darüber beschwert, dass man das Spiel leise spielen soll. No shit, Sherlock. Es gibt die Voraussetzung, Level leise zu beenden. Wie schrecklich. Gab es im Original ja nicht. Also, wie man sich darüber beschweren kann, habe ich auch nicht verstanden. Allgemein, wie gesagt, ich verstehe, dass das Spiel eine negative Bewertung hat. Allerdings, so schlecht wie es viele machen, ist es nicht. Es ist absolut spielbar. Ich hatte keine Bugs, die spielzerstörend waren bis jetzt. Dann halt nicht leise. Okay, an die Dingern sollte ich mich actually nicht setzen. Hallo, mein Freund.
Kein Alarm. Abgelehnt. Junge, wie viele Leute sind denn hier? Danke. Ich muss sagen, Waffe ziehen und sowas dauert schon echt hart lange teilweise. Ist hier jetzt eigentlich irgendwo noch einer oder sind das jetzt alle gewesen? Alter, ich wette, hier sind irgendwo Sachen versteckt, aber ob ich die jetzt finde, glaube ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das kann man relativ sicher vergessen, dass ich die finde. Wo kommst du denn her, Junge? Klar kann man die Sachen hier nicht zerstören. Habe ich hier nicht eben... Ah, da ist er. Kann sagen, habe ich nicht eben einen drin erschossen? Okay, ich nehme alles zurück. Ich finde die Sachen natürlich. Auch hier wieder die Frage. Ja, Freddy, hast du die gefunden? Und falls ja, schreib mir gerne, ob in den Leveln noch irgendwo was liegt. Falls du was gefunden hast, was ich nicht gefunden habe. Ich mache aber auch direkt zuerst das auf, wo was drin liegt, ey. Das ist aber wieder ein richtiger schöner Fisch, ey. Oh, man kommt da actually hoch. Okay, cool. So ein richtig lucky Motherfucker-Move, Alter. Okay. Okay, okay, okay. Gut, dann laufen wir hier noch ein bisschen mal rum. Sieht aber nicht so aus, als ob hier noch irgendwo was ist. Da müssen wir noch weiter, okay. Manchmal bin ich echt froh, dass man dass diese Taste dafür gibt. Ah, warum bin ich hier runtergelaufen? Gut, hier ist jetzt nicht so aus, als ob noch was geben würde. Schauen wir mal weiter hier. Okay, da geht's weiter. Hier liegt noch einer mit einer Sniper. Schön. Schön, schön. Ich find's schade, dass man die nicht mehr kaputt machen kann. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man früher auch die kaputt machen konnte. Ach, das ist eine Maske, okay. Ich dachte erst, das wäre eine Schutzweste. Hey, da ist mein Helikopter. Das ist kein Helikopter, Mädchen. Leck. Darf ich mich jetzt noch ein bisschen umgucken, ob hier irgendwas noch liegt oder darf ich das nicht mehr? Würde mich nämlich echt freuen, wenn ich das noch dürfte. Na komm, Abflug. Errungenschaft freigeschaltet. Erfahrener Pilot. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Monate in einer Konservendose zugebracht. Sowieso. Was hätten Sie von einem kleinen Abstecher nach Mexiko, Captain? Margaritas am Strand. Nein, eher mit Rangern und Red Parade. Schnall dich an, ich schalte auf Überschall. Margaritas am Strand. Überschall? Bruder. Hat deine Haare gefallen, wenn ich Mädchen. Sieben Uhr morgens. Kim hat den Verdacht, dass er Teil der Verschwörung ist. Kim? Erwarte keine Intelligenzbestien. Die Leute sind wirklich das Letzte. Bestimmt hat diese blonde Schlampe wieder ihre Hände im Spiel. Ich vertraue ihr. Du rettest dir das Leben. Kim, okay. Sie nutzt es aus. Eifersüchtig, Mädchen. Träum ruhig weiter. Woher kennen wir uns überhaupt? Erzähl doch mal. Klar, die Scheinwerfer sind nicht direkt auf dem Boot. Ich kann es nicht sehen. Das hier soll Mexiko sein? Spetsbasis Geheimoperation.
Gut. Schallgedämpfte Pistole, kein Matt mehr. Nice. Ja, wir dürfen jetzt schwimmen. Ich weiß noch, schwimmen. Schwimmen war damals in dem Spiel auch ziemlich cool. Ich komme übrigens nicht näher hier ran, weil es relativ neu war, meine ich. Also gerade tauchen so. Ich habe jetzt keine Lust, hier alles zu suchen. Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass hier irgendwo was im Seegras ist. Aber ich wollte jetzt hier nicht stundenlang im Seegras rumtauchen. Und dann... Oh fuck, man verliert ja richtig schnell Sauerstoff. Ich glaube, das Level war ziemlich cool. Man kann die Knarre rausholen, okay. Hydraulic Gate. Also ja klar, ich bin ein bisschen zu früh auf Tauchstation gegangen. Diese Anfänger hier halten sich für verdammte Rambo. Oh, hat er hat uns jedenfalls schöne Helden ausgesucht. What the fuck, okay. What the fuck, Alter? Kann das bitte aufhören zu buggen? Das war nämlich gar nicht mal so attraktiv. Ich habe actually keine Granaten gesehen, wenn ich ehrlich bin. Danke. 12 Gauk Pump Gun. Nice. Wo kommst du auf einmal, Junge? Ich bin fast tot. Stricher. The fuck, ich wollte einfach runterspringen und weiter wegtauchen. Von wo kam ich? Ich glaube von da? Hätte ich gesagt. Genau, ich kam von da. Man verliert sehr schnell Luft, finde ich. Und gewinnt sie nur sehr langsam dazu. Ja, wobei das geht. Kann sein, dass es eine schnellere Art gibt zu tauchen. Ich kenne sie nicht. Wir haben es. Was sollen wir tun? Nichts. Beladen Sie weiter das U-Boot. Aber wir könnten entdeckt werden. Was habe ich gerade befohlen? Weitermachen! Zu Befehl! Ihr scheint euch ein bisschen im Weg zu stehen. Ja, ihr steht euch ein bisschen im Weg. Ich darf auf keinen Fall Schaden kriegen. Meine Fresse. Ich wollte nochmal raus. Danke. Ist irgendwie eine Art schneller zu tauchen? Es ist schon arschknapp hier, ne? Kontrollpunkt, nice. Ich meine, ich muss mich einfach nur aushaken und da... Warte mal, was? Ah, die scheiß Knarre doch nachher. Ist das dumm. Junge, jetzt lass ich mich doch ausschalten! Ich gedacht, dass ich das leise machen kann, also ohne jemanden zu töten.
für Bier da? Ich habe keine Munition mehr. Leck mich doch am Arsch, ey. Das war ja Kot. Neuigkeiten von Nummer 13? Mongoose wird sich sicher gleich um ihn kümmern. Wir sollten Nummer 1 mit diesem Problem nicht behelligen. Jedenfalls hat 13 keine Chance, unsere Pläne zu stören. Meine Männer stehen bereit, General Stanwell. Es hat viel Unruhe seit seiner Auferstehung gegeben, aber unsere ersten Manöver laufen nach Plan. Eine Granate da rein. Ihren Optimismus, Colonel McCall. Wie wäre es mit einer kleinen Besichtigungstour? Ich würde gerne ein Auge auf unser Waffenlager werfen. Folgen Sie mir. Okay, entspannt. Gucken wir uns hier mal um. Ich wollte gerade sagen. Ausgezeichnet. Finde McCalls Zelt und platziere. Die Wand zu, mache ich, Mädchen. Aber erstmal beenden wir das Level. Und damit auch den Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.